Willkommen bei SV Cinnabar. Wir sind Carsten und Nadine mit unseren Lagottos East und Maple. Wir segeln eine Malö 38 und möchten euch auf unsere Abenteuer mitnehmen, denn Segeln ist unsere Leidenschaft. Wir starteten Ende April bei sehr kaltem und windigem Wetter vom Eisemeer Richtung Rendsburg, machten aufgrund der schlechten Wetterlage 2 Tage Stopp in Cuxhaven und besichtigten ausgiebig die Stadt. Angekommen, verbrachten wir eine Nacht in Brunsbüttel. Der nächste Morgen bescherte uns mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Ein Blick aus der Luke lohnt sich immer. Ziel für die nächste Etappe war Rendsburg. Hier blieben wir 2 Wochen, denn es ging mit dem Zug nochmal nach Hause. Und als es wieder Leinen losheißen sollte, machte der Motor Probleme. Ein Injektor war undicht. Nach ein paar Tagen Reparatur ging es endlich weiter in die Ostsee. Erstes Ziel, Dampf. Es war noch keine Saison und der Hafen befand sich noch im Winterschlaf. Daher hissten wir am nächsten Tag die Segel und freuten uns auf Dänemark. Mit Schweinswalsichtung und tollem Wind rauschten wir nach Assens. Hier halfen wir einer Crew, die beim Anlegen ein ungewolltes Mann-über-Bord-Manöver hatte. Das wird uns immer in Erinnerung bleiben. Mit dichter Wolkendecke und kaum Wind ging es über Mittelfahrt nach Tunö. Was eine tolle Insel. Natur pur, einfach traumhaft. Nächstes Ziel, Anholt. So viel über die Insel gehört, gelesen und dann durften wir sie auch erleben. Wir hatten sowas von Glück, es war nichts los und so waren wir fast ganz allein am Strand. Anholt für uns ein Highlight auf der Reise, definitiv. Fahrwerk mit seiner Festung und dem Badehaus eine malerische Kulisse. Wir hatten Schweden erreicht, was ein tolles Gefühl. Und was wird noch kommen? Die Scheren vor Göteborg. Göteborg, die Stadt, aber seht selber in Teil 2 unserer Zusammenfassung. Wenn ihr mehr über unsere Reise erfahren wollt, schaut mal auf unserem Kanal. Wir freuen uns immer über ein Like, über Kommentare und wenn ihr auch nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, ciao!